Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Rivals. Wir werden heute tatsächlich nochmal eine neue Folge ansetzen mit den Cops, weil wir in der letzten Folge nur eine Speedlist gemacht haben, um so ein bisschen den Rhythmus beizuhalten. Aber wie gesagt, wir waren schon bei den Speedlists mit der 40 Minuten dran, obwohl die irgendwie 6 Minuten 41 gesagt hat, die Dings. Hat leider was länger gedauert, weil wir immer wieder neue Racer jagen mussten, immer wieder neue Dings machen mussten und alles runter. Aber letztendlich haben wir es geschafft, über 100.000 Speedpoints in der Session gemacht. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen was machen. Das ist die Aufgabe. Hier sind wir 60.000 in einer einzigen Session, also diesmal die 100, sondern 60.000. Fahre schneller als 322 km für 15 Sekunden, erziele 3 Treffer mit dem Nagelbahn und springe über eine Distanz von 128 Meter. Klingt zumindest mal machbar. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen auf die Strecke drauf. Das ist auch nur ein Kopf hier oben, oder? Ja, das ist ein Kopf. Wir gehen uns auf jeden Fall in Hot Pursuit jagen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt. Weil da geht es, glaube ich, am schnellsten. Je nachdem, wie schnell das jetzt geht, machen wir hier auch nochmal eine. Wechseln wir vielleicht hier nochmal auf. Ja, oder machen hier nochmal eine. Müssen einfach mal jetzt gerade gucken. So, wir brauchen auf jeden Fall eine. Am besten als ein Sterne-Ding. Kampf gegen die Cops. Wir sind Kapitel 7 mittlerweile bei den Cops. Halt eine Unterstützung leisten. Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. So, gehen wir mal rein. Vier soll mal jagen. Vor allem, um an die Cops zu kommen, müssen wir mit den Autos davor. Ja, und der drückt mich schön wieder in so einen scheiß Jeep, ey. Immer wieder ich gegen ihn. Hab ich ihn getroffen? Nein. Leider nicht. Hier sind aber einige Speedracer unterwegs. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Geflüchtete 1044 wieder in Sicht. Den hole ich mir. Control habe hier Probleme mit einigen Bordsystemen. Oh, das kennen so. Aber da brauchen die Himmel. Ja, und ich knall ja. Ich treffe keine Nagelbänder. Die wollen mir nicht meine Nagelbänder. Verdächtiger ist Sperre ausgewichen. Aufschwärmen und verfolgen. Zentrale, wir haben den Kerl. Verfolgung abgeschlossen. Over. Verstanden. Mehrere High-Speed-Ziele weiter im Gebiet. Ihr nervt mich gerade so ein bisschen selber. Ich habe noch zwei Nagelbänder, aber. Boah. Racer verhaftet, sehr gut. Wenn ihr mich verarscht, dann geht das bei. Oh. Einheit verloren. Treffer am Straßensperre.
kann nicht wahr sein, ne? Was mache ich denn? Warum knall... Du bist einmal kurz dran und dann musst du jetzt mal 5 Minuten wieder warten. Ja, Mann, der hat mir jetzt 3 Leute geholt. Also ich habe jetzt wieder einen weniger. Aber ich habe... Ah gut, ich habe einen Nagelbahntreffer, yeah. Er hat noch 7,3 Kilometer, ich muss wieder rankommen an den Typen. Wir haben nur 17.000. Aber mal gucken, wie viel wir kriegen, wenn wir das Rennen hier beenden. Und zwar hier auf Gold. Weil es fehlt noch der eine Typ hier. Weil da gibt es auch nochmal ein paar Speedruns. Wir haben noch nicht diese 322 km/h, weil ich auch nicht dass der auf das Tempo komme. Ich komme aber auch nicht in die Möglichkeit, da mal reinzugehen, in die... Ah, oh, das ist nicht wahr! Wieder! Irgend so ein Random-Karre... Nee, Random-Karre. Wieder so eine fucking Random-Karre, die mir dann mal oben einfach kurz sagt... Ha, dich knall ich wieder weg, einfach. Warum auch nicht? Wir haben noch 3 Kilometer und den will ich noch unbedingt haben, den Typen. Das ist wieder nach. Das ist wieder eine scheiß Random Karre! Ja, ist vorbei. Der ist weg. Och Mann. Wir haben eine Fall. Wir haben eine fucking Random Karre wieder in den. Also ich fahr nur durch. Irgendwelche random Karren. Und wieder, das ist der nächste, Alter. Ich krieg doch gerade die Motten, ey. Immer wieder kommt so ein fucking roter Jeep, ey. Und sagt der, na, dich hau ich so weg einfach. Sorry, wenn ich mich darüber auf... Oh Mann, ey. Immer wenn du irgendwas hast, mal irgendwie mal ein Ziel vor Augen hast, kommt dir so eine fuck... Einfach eine Karre da entgegen. Ey, manchmal macht das so keinen Spaß mehr, ne? Hoffentlich kann ich weitermachen. Oder dachte mir, setze mir die Dinger wieder auf Null. Ich glaube, der setzt mir die wieder auf Null. Okay, wir müssen nochmal neu. Okay, dann ist es weiter, nicht weiter tragisch. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall jetzt verknüpfen, den Typen. Okay, dann ist es nicht weiter tragisch, wenn mir die Kamera, wenn ich auf uns gestellt werde oder so. Fick dich, Karre! Fick dich, wenn im Karre, Alter! Ich schwöre, ich zerballer mein Auto nur an diesen Karren, ey. Einfach irgendwo, wenn irgendwo reinfahren. Dankeschön für das... Mann... So, das haben wir schon mal erledigt. Vielleicht noch mal einen Sprung oder so. So, als hätte ich es geahnt, es war wieder ein roter Jeep. Ich treffe die Dinger heute nur, ne?
Control, verfolge einen Verdächtigen 1044 in der Nähe. Na schön, der fährt auch weg. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Ja, wir brauchen noch zwei Nagelbeinmänner und wir brauchen einen Sprung. Einzelsprung, 128 Meter. Zum Bruchtor war jetzt mal eine Stelle. Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Warum rede ich da überhaupt noch drüber? Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Verdächtiger Racer mit hohem Tempo auf der Interstate 4 gesichtet. Die jagen gehen mal kurz da hoch, machen den Sprung. Ich glaube, den kriegen wir hin mit 828 Meter. Ja. An alle, möglicher Code-3-Einsatz auf der Interstate 4. Komm mal her, lass mich doch mit dem Nagelbein mal treffen, du Idiot. Okay, Dreieck. Control, der Racer wird schneller. Verkehrspolizei von seiner Position alarmieren. Zentrale, dieser Kern ist ein 1042. Och, leck mich doch, ey. Ey, es ist wirklich, wirklich nur einfach ein roter Jeep. Ich zieh die Dinger so an. Och, und dann stellt er mich in die falsche Richtung. Verdächtiger hat meine Einheit gerannt. Einheiten, ein Polizeifahrzeug wurde vom Verdächtigen gerannt. Seid vorsichtig, over. Getroffen. Ah, hau mich ein bisschen weg, du Idiot, ey. Aber wir haben noch lange nicht die 60.000. Ich glaube, das wird auch nur die einzige Zahl. Ja, passiert manchmal einfach. Testung. Alle Einheiten, Verfolgung beendet. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. An alle Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Officer. Geh weg, ich mag keine Jeeps mehr. Unterstützung wurde angefordert. So, wir werden kurz in die Werkstatt fahren. Nämlich die hier. Zentrale an alle Einheiten. Weil wir ja noch immer Autos suchen müssen. Also die 60.000 müssen wir noch hinkriegen. Wir waren bei 100.000 in der letzten Folge. Jetzt so 60.000. Also ist auch nur einer patrouilliert. Warum? Oh, ich will den einfach, wenn ich den auch...
So, ich muss jetzt wieder davor. Ja, der ist auf der Gegenfahrbahn. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtige Bracer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Meine Fresse, Alter, jag mich da rüber, du Arsch, ey. Ist die Tausend aber noch lange nicht. Ja, sorry, dass es momentan ein bisschen so dröge ist, aber ja. Uns fehlen immer noch die drei, uns fehlen immer noch zwei Nagelbahntreffer. Alles andere haben wir ja. Das hat natürlich nicht geklappt. Ernsthaft, jetzt sind wir wieder entkommen. Ich will... Zweiter Treffer versinkt. Und drei. Jetzt geht's nur darum, die Treffer, die Nagelbänder, die. Jetzt geht's nur darum, die 60.000 zu machen. 420.000. Ihr seid so dumm, Cops, Alter. Können wir Einheiten von unwichtigeren Einsätzen abziehen und die Straßensperre bilden lassen? Straßensperre vor den Verdächtigen errichtet. Auf 1044 fährt aggressiv. Mein Wagen ist beschädigt, aber ich bin noch hinter ihm. Alle Einheiten, ich werfe ein Nagelband ab. Den Kopf runter und sehen, hier ist auch jagen wir noch. Alle Einheiten, Achtung. 1041. Officer fordert Verstärkung an. War wieder klar. Siehst du, war es kein Auto, sondern irgendeine. Ziel hat Straßensperre gerannt. Alle zugreifen und Verdächtigen festnehmen. Zentrale, ich brauche hier Hilfe aus der Luft. 10-4. Luftunterstützung. 41.000 haben wir mittlerweile. So, langsam wird es jetzt ein bisschen kritisch mit meiner Stimme, vor allen Dingen. Das ist die vierte Aufnahmesession. Ich muss gleich auf jeden Fall mal was trinken und was essen. Das wollte ich dann weitermachen, weil ich eigentlich noch gleich zwei Folgen machen muss. Also nicht von diesem hier, sondern von einem anderen Let's Play. Das wird die letzte Folge werden. 18.000 brauchen wir noch. Dringend. Ich will dieses Scheißwetter haben, Alter. Das sind alles Cops, Alter. Was wollen die? Ist alles kaputt, ey. Fahrt doch mal reparieren, ihr Idioten. Aber der hat noch einen mitgekriegt, auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall noch einen ordentlichen Schlag mitgekriegt. Das ist verhaftet.
So, nächste weg. Oh, Stufe 5 Verhaftung, jawohl, ja. So. Die Werkstatt wäre jetzt schön. Damit ich ein bisschen auffüllen kann. Und da ist eine Stufe 4 Verhaftung. Wäre zumindest eine Stufe 4. Für den Fall, dass ich den Typen kriege. Der hat aber gut ausgebremst. Das wäre jetzt eine gute Variante, also da einfach mal jetzt abzubiegen irgendwo. Hat er getroffen? Nein, hat er nicht. Der ist beim Nagelband. Der hat noch einen Nagelband verfolgt. Beim Nagelband ausgewichen? Okay. Oder hat irgendwas doch erwischt? Weil der hat ein bisschen was verloren gerade an Energie. Nein, aber die Schockrahmen treffen, werden nicht so viel, ziehen nicht so viel ab. Wir brauchen nicht mehr viel. Ja, gehen wir hinterher. Wenn er sich mal querstellen würde, wäre das einfacher. Ah, der ist da oben lang. Scheiße. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Fahrzeugschaden kritisch. Zentrale Code 3-Verdächtiger verhält sich aggressiv gegen Polizeieinheiten. Achtung! Kai, bei mir ziehen sie voll viel ab, aber bei dem. Ganz wenig. Passt ja. Fahr mir noch einmal in die Karre, wenn mein Fahrzeugschaden auf kritisch ist. Alter Verwalter. So. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Garage verlassen. Und hier ist noch ein Hot Pursuit. Ah, das ist ein Rennen. Wir brauchen einen Dings. Receptor. Jetzt habe ich kein Heli, jetzt muss ich da selber dran kommen. Jetzt ist es Fahndungsstufe 5 Racer, ne? Also mal eben sehen davon. Jetzt hoffe ich, dass ich die noch hinkriege. Jetzt bloß keinen unnötigen Crash wieder bauen.
Alter, bei mir ziehen die Schock wieder mehr ab als bei ihm, ey. Alter. Wie willst du den denn kriegen, wenn du da nicht mehr rankommst, ey? Aber wir haben eine Aufgabe erledigt. Das ist mal cool. Ja, ja, genau. Du fliegst einmal gegen eine Leitplanke und fliegst da weg. Weißt du was? Fick dich doch, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Verpiss dich dann einfach. Ich hab deine Skill. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Nächster Kommandoposten, das machen wir jetzt. Weil hier werde ich die Folge nämlich jetzt. Ja, 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 liebe Leute, das wird die letzte Folge werden. Welch eine Überraschung. Ja, mach dir mal. Mach dir mal. Ja, dann haben wir halt nur zwei Speed-Lists in zwei Folgen gemacht. Wie gesagt, nächste Folge machen wir wieder Doppel-Racer, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest, dass wir den kriegen. Weil jetzt muss ich nämlich auch wirklich was essen. So, 24 Minuten haben wir gebraucht. Das passt, der ist mir auch egal, wenn ich ehrlich bin. Wir haben 4 Minuten. Rang erhöht. Neue Feuerfahrungstechnologie. Neuer Wagen. Ein Lamborghini. Welch eine Überraschung. Du bist so mit Lamborghinis zugeschissen. Aber es ist ein Murcielago. Gekleidet in Stahl und Kohlefaser. Alter Verwalter, was geht bei euch da ab, ja? Der letzte Schritt zum VR. Wir werden bewaffnete Reiter sein. Ja, es kann nämlich jetzt passieren, dass wir nur eine Speedlist pro Folge hinbekommen, wenn ich mir das gerade mal so ein bisschen angucke. Weil da machen wir die Enforcer. Oder? Gekleidet in Stahl und Kohlefaser. Der letzte Schritt zum VRT. Ja, wir machen den Enforcer. Wir werden bewaffnete Reiter sein. Aber dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Also nicht in der nächsten, sondern das in der übernächsten oder vielleicht übernächsten Folge, wissen wir noch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 18 Uhr bei Let's Play Need for Speed Rivals. Und wie gesagt, wenn dann die euch die Folge gefällt, lasst ein Like da. Wenn ihr denkt, das Spiel ist ganz cool, das möchte ich auch gerne mal mit dir zusammen spielen, dann schreibt es in die Kommentare. Ich spiele lieber die PS4-Version. Also dann lässt sich das bestimmt einrichten. Bis zur nächsten Folge bei Let's Play Need for Speed Rivals. Ciao.